Bei unserem Landeskriminalamt gibt es eine Überwachungszentrale für die Telekommunikation. Das ist die Telekommunikationsüberwachungszentrale oder ganz kurz TKÜZ. Und ein jedes Bundesland hat so eine Zentrale, von der aus die Polizei Kommunikation abhören darf. Das darf sie natürlich nur, wenn ein Richter das auch wirklich angeordnet hat. Und dieser Richter darf das nur anordnen, wenn es sich um den Verdacht besonders schwerer Straftaten handelt. Also zum einen ist Zusammenarbeit ja immer richtig. Zum anderen ist es wirklich so, dass sich die Telekommunikationsmöglichkeiten, also die Frage, wie kann ich Nachrichten mit jemandem teilen, übertragen oder Gespräche führen, das ist sehr vielfältig geworden. Will die Polizei mit dem Verbrechen da auf Augenhöhe bleiben, muss man sich sehr oft anpassen. Das überfordert manchmal kleinere Länder und da wollen sich Brandenburg, Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zusammentun. Das ist ein Riesenproblem, dem wir uns auch gestellt haben. Es darf auf keinen Fall zu mehr Überwachung führen, sondern um eine effektivere Überwachung der wirklich schweren Straftäter, die Verbrechen gegen Leib und Leben oder Ähnliches planen. Da müssen wir mit dem Verbrechen auf Augenhöhe bleiben und das wollen wir lieber gemeinsam mit mehreren Bundesländern entwickeln, um da am Ball der Zeit zu bleiben.